Herzlich willkommen. Hallo, lieber Martin, ich grüße dich ganz herzlich aus Zürich. Ja, und ich sitze hier nur in Kassel. Ich grüße auch dich. Was heißt hier nur in Kassel? Naja, Zürich und Kassel ist ein gewisser Unterschied. Ja, na gut, das stimmt, ja. Aber gut, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, sondern ich möchte dir nochmal ganz herzlich gratulieren zur Dankeschön. Wahl zum Vorsitzenden des Vorstandes des Deutschen Fundraising-Verbandes. Vorstandsvorsitzenden, so nennt man das ja. Halt, halt, gleich Intervention. Okay, bitte, bitte. Wenn ich das richtig sehe, ist es der Vorsitzende des Deutschen Fundraising-Verbandes, aber nicht der Vorstandsvorsitzende. In diese Liga werde ich niemals vorstoßen. Okay, vielen Dank für diese Berichtigung. Sehr gut. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Eine knappe Woche seid ihr jetzt im Amt. Was ist seither passiert und überhaupt, wie geht es dir? Mir geht es wunderbar, weil ich feststellen kann, dass was im Sonderworkshop letzte Woche so gelaufen ist, am Mittwoch vor einer guten Woche, das ist Realität. Die Leute rufen an, sie schreiben Mails, sie haben Ideen, sie wollen was tun. Nicht nur unser eigener Vorstand, sondern wirklich auch Leute, die haben mich auf dem Kongress schon angesprochen oder melden sich jetzt. Ich kriege per Xing viele Geschichten und per Facebook kommen so kleine Dinge. Natürlich freue ich mich sehr über dieses viele Lob, was ich gekriegt habe. Warum weiß ich zwar nicht, weil erstmal muss ja auch Leistung gebracht werden. Ne? Das sehe ich auch so erstmal gelassen. Aber der Start ist toll und in 6 Tagen ist auch schon so einiges passiert. Ja, was ist denn da konkret passiert? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr schon eine erste Telefonkonferenz gehabt oder habt ihr euch über wichtigste Baustellen abgestimmt schon oder? Baustellendefinition haben wir ja vorher schon betrieben, so in der Findungsphase, wo wir gesagt haben, wir wollen gemeinsam im Team hier die Aufgabe anpacken. Insofern kommen eigentlich mehr so neue Baustellen hinzu. Gestern zum Beispiel sprach ich über das im Verband, ich sage jetzt mal vorsichtig, dümpelnde Thema Bildungsfundraising. Da gibt es so eine Baustelle. Die wichtigste Baustelle, die ist und die bleibt für mich jetzt ganz persönlich Lobbyarbeit, Rahmenbedingungen, dritter Sektor. Das, was ja auch ein wichtiger Teil war unseres Workshops letzte Woche. Ja, da war eine Sache jetzt auch schon diese Woche gekommen vom Verband, diese Portoerhöhung der Post. Da habt ihr jetzt eine Pressemeldung rausgegeben. Ist da was draus geworden? Wurde die abgedruckt oder wie geht es da in diesem Thema Ich jetzt habe da weiter? noch keine Rückmeldung, Okay. was Abdruck betrifft, aber schon der Findungsprozess für den Text dieser Pressemeldung, der war schon ein bisschen spannend, weil ich sagen kann, das wird künftig vielleicht nicht so mit 1000 Mails hin und her. Und jeder weiß natürlich, wie man das noch besser machen kann. Wir sind nämlich alle Profis und das werden wir noch ein bisschen organisatorisch in den Griff kriegen. Und gedacht ist ja auch wirklich, so haben wir uns vereinbart, wir wollen Schwerpunkte bilden. Jeder hat so ein, zwei, drei. Ich sage jetzt nicht Steckenpferde, sondern Hauptbetätigungsfelder als Vorstandsmitglied. Auch ich selber, für mich ist das Thema Lobbyarbeit, Rahmenbedingungen, das, was ich oben anstellen möchte, selbst wenn es möglicherweise das langfristigste mit den wenigsten erfreulichen Dingen, was so uns Fundraiser ja immer verwöhnt, ist die schnelle Reaktion. Das werden wir hier nicht haben, das muss völlig klar sein. Dem möchte ich mich aber widmen und stelle mich dann unter Umständen auch der Ungeduld von Leuten, die sagen, es geht nicht schnell genug voran, ja. Du hast eben schon, oder wir haben eben schon dieses Bild der Baustelle genommen. Was sind denn jetzt konkrete aktuelle Baustellen oder wichtigste Baustellen, die ihr im Vorstand oder du als Vorsitzender vom Verband siehst? Die eine Baustelle ist ja in der Tat Rahmenbedingungen der Arbeit im gemeinnützigen, im dritten Sektor. Das ist für mich so die Großbaustelle. Ich erinnere mich so an die A7 zwischen Kassel und Hannover. 37 Kilometer, nimmt das nie ein Ende? Nein, ich fürchte nicht. Aber wir glauben, dass wir gerade auf der Baustelle auch einen größeren Bautrupp einsetzen werden. Und hier ist es auch schon sehr ermutigend, was so die ersten Tage gekommen ist. Ideen, Unterstützung, ein Angebot. Da gibt es Leute, die sagen, ich habe in Berlin einen Kreis, da gehören so bis zu 20 Abgeordnete des Deutschen Bundestages Super. dazu, den könnte man ja auch mal öffnen für so einen armen Vorsitzenden dieses kleinen Verbandes. Ich selber bin ja über meine Organisation einigermaßen verdrahtet, da habe ich auch schon Hilfsangebote bekommen. Es kommen einfach Leute mit Ideen. Ich glaube eher, im Moment müssen wir vorsichtig sein, zu schnell loszugaloppieren und an allen Baustellen gleichzeitig Leute mit Schippen hinzustellen, weil dann steht an jeder Baustelle einer und es geht nichts voran. Das werden wir vermeiden. Es gibt auch demnächst also wirklich einen Sitzungstermin, wo wir uns gemeinsam mit dem alten Vorstand über alte Baustellen unterhalten. Und nach dem Ende dieses Austausches werden wir dann einen neuen Vorstand,
die neuen Baustellen angucken. Mhm. Und da ist natürlich eines von der Mitgliederversammlung thematisiert und in der Umfrage, die wir gemacht haben, letztes und dieses Jahr ja auch nochmal telefonisch, auch sehr deutlich geworden. Interne Kommunikation, ja. Kommunikation des Vorstandes mit den Mitgliedern und auch extern nach außen, nach, zur Presse hin insbesondere, ist eine weitere große Baustelle. Da werde ich natürlich zwangsläufig auch in der Funktion, die ich jetzt nun mal habe, das ein oder andere mitbewegen ja. müssen und tue es auch gern. Ja, das ist ein Job. Okay, ein Thema bei diesem Workshop, der sich mit der Zukunft des Deutschen Fundraising-Verbandes auseinandergesetzt hat, war auch dieses wichtige Thema Lobbyarbeit. Du hast es eben schon mal angesprochen. Jetzt aber ganz konkret die Frage, kann ich als Mitglied denn da auch überhaupt irgendwie was machen oder ist das gewollt auch vom Verband? Ich denke mal, du könntest mal in dein... Mit Verlaub, vielleicht hast du ja noch einen Zettelkasten mit Adressen und Visitenkarten. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Alles in der Schau doch mal, wen kenne ich denn? Ja. Ich habe da so einen. Mhm. Also heute Morgen zum Beispiel, wie sich das zufällig ergab, geht es um so ein Buchprojekt. Da war ich bis auf einen Schritt dem Außenminister nah. Mhm. Also ganz blöd ist das ja nicht. Und der Außenminister ist jetzt bei uns der Leidtragende, wenn wir mehr Geld brauchen vom Staat. Mhm. Aber nicht zum Thema Lobbyarbeit im dritten Sektor. Ich denke mal, Bundestagsabgeordnete in meinem unmittelbaren Umfeld, und die hat jeder. Und große Organisationen, die haben wichtige Leute in ihren Vorständen und in ihren Präsidien und wie sie alle so heißen. Da brauchen wir gar nicht ein deutsches Rotes Kreuz anschauen oder so. Jeder hat sie. Und allein schon mal anfangen, sensibilisieren, was heißt eine Portoerhöhung um 3 Cent plus Umsatzsteuer jetzt mal für einen Verband wie den unseren. Ja, eine sechsstellige Summe, die den Projekten fehlen wird. Ich kann jetzt Herrn Steinmeier natürlich über die entsprechenden Kanäle bedeuten, er soll die Zuwendung für den Volksfonds bitte schon mal proaktiv für nächstes Jahr um 300.000 Euro erhöhen, da wird er sich freuen. Das ist so ein Punkt. Nein, und ich warne davor, jetzt im Aktionismus zu verfallen. Wir brauchen schon eine gute Planung, wie man das eigentlich aufbaut. Aber zuallererst fangen wir mal an, was sind unsere hauptsächlichen Themen? Ja. Was wollen wir mit Lobbyarbeit bewegen? Mhm. Und was für Optionen haben wir? Ja, also da und auch hat dann... Da hat schon was ergeben. Ja, also da dann auch einfach die Priorisierung, gell? Das ist ja jetzt ein wichtiges Thema einfach. Ja. Okay, ich würde gerne noch mit dir kurz auf den Kongress nächstes Jahr blicken. Einfach, das war auch schon mal sehr weit in die Zukunft blicken. Wie war für dich überhaupt der Kongress jetzt dieses Jahr, der gerade vorbei ist? Und welche Schlüsse ziehst du vielleicht auch schon oder ihr für den kommenden Kongress, der wieder in Berlin stattfinden wird, aber dann vermutlich in einer anderen Location? Fragezeichen. Weißt du da schon was? Es wurde schon gemunkelt. Einfach mal dein Statement ich zum Kongress. Ich weiß natürlich was. Aber erstmal muss ich sagen, ja, nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Genau das. Habe ich eingeübt, diesen Satz zu sagen. Das ist aber auch tatsächlich so. Für eine Vorbereitung eines solchen Mega-Events braucht es solide Vorarbeit, braucht es Absprachen, braucht es Optionen. Wir haben festgestellt, das hat auch der alte Vorstand noch gemacht, aber auch schon im Wissen von Mitgliedern des neuen Vorstandes, der neue Kongress, also der Kongress 2015, der wird in Berlin stattfinden, der wird von den jetzt uns neu und schon vertrauten, ich glaube auch guten Agenturen organisiert. Und wir werden, wenn ich das richtig sehe, auch das Andels nehmen, denn wir haben innerhalb von 3 Tagen keine weitere Alternative, es sei denn jetzt geschähe das Wunder, dass in Kassel das Kongresszentrum mit 1000 Betten noch schnell aufmacht. Das wüsste ich aber. Mit anderen Worten, für nächstes Jahr bleibt zumindest Location und Agentur uns erhalten. Aber wir beginnen jetzt auch wirklich, da gibt es schon eine Abstimmung, jetzt per Mail, wir sagen so, wir überlegen, wie geht das weiter. Ja. Mich interessiert jetzt auch weniger der Ort, das Hotel, an das habe ich mich zumindest ganz gut gewöhnt, nachdem ich erst ein bisschen gefremdelt habe damit, mein Gott. Entscheidend sind doch die Leute, die da hingehen. Ja. Das sind wir. Ja. Wir füllen den mit Leben, den Kongress. Und wenn ich jetzt mal sage, okay, muss man denn schon um 1 Uhr die Disco beenden? Wieso nicht um 3? Ich meine, sowieso nicht da. Ich bin um 1 nicht im Bett, aber nicht in der Disco. Und andere sehen das natürlich umgekehrt. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die ich bisher gehört habe. Wir warten natürlich die Reaktionen der Bewertungsbögen ab und intern kann man sagen, mich interessiert vielmehr, wie werden wir das Programm gestalten. Da empfand ich es als recht intransparent, wie das bisher war. Da wusste ich, da gibt es irgendeinen Programmbeirat. Wer da drin war, weiß ich nicht, wusste ich nicht. Wie die sich zusammensetzen,
wie überhaupt diese Themenvorschläge zustande kommen. Keine Ahnung. Ja, Also da okay. ich ja jetzt dann Vorsitzender bin, werde ich das ja hoffentlich erfahren und sicherlich auch beeinflussen können. Und wenn, dann in eine Richtung, die heißt so, ihr Mitglieder, ihr macht da mit. Ja, okay. Ich sage das jetzt sehr so ungeschützt. Mhm. Ich möchte schon Vorschläge hören, möchte Ideen haben, wie man sowas gestalten kann. Mhm. Und wenn wir eine Art Programmbeirat für die inhaltliche Gestaltung des Kongresses besetzen, dann soll der bitte auch so besetzt werden, dass man als Mitglied eine Chance hat, da mitzumachen. Da reinzukommen, okay. Würde ich schon mal selber aus eigenem Empfinden von früher sagen, also bitte. Ja. Wir sind alle gut, wir haben alle tolle Ideen, irgendwer muss zum Schluss eine Entscheidung treffen. Klar. Aber dann wird das transparent sein. Da spricht ja viel Engagementmöglichkeiten, höre ich daraus. So, jetzt, ja, Möglichkeiten zum Mitmachen, ja. Noch haben wir nicht gemacht. Ja, genau. Aber das gibt jetzt schon mal einen Ausblick, hoffentlich auf die nächsten Jahre mit diesem neuen Vorstand. Ich bin sehr gespannt und bin auch gespannt, wie dieses Format, was wir jetzt erstmalig gewählt haben, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Wir waren beide etwas aufgeregt vor diesem ersten Skype-Interview. Aber ich bin gespannt, ob... Ja, gell? Ich bin gespannt, ob die Kolleginnen und Kollegen, die dieses Video jetzt sehen, ob das gefallen hat oder gefällt. Wir freuen uns, ich speziell auch über Feedback zu diesem Format und vielleicht können wir auch wirklich ja, die anderen Vorstandsmitglieder immer mal wieder vor die Kamera holen, damit wir einfach mehr vom Innenleben und vom Leben des Deutschen Fundraising-Verbandes mitbekommen und dazu vielleicht auch dazu beitragen können, dass alles etwas transparenter wird und ja, wir einfach alle der Verband sind und wie du auch schon gesagt hast, da nicht nur der Vorstand ist, sondern auch viele Hunderte und über, ja, wie viele Mitglieder haben wir gerade? 1,5 so ungefähr? Sag mal, gut 1.300. 1.300, okay. Also da ist viel Potenzial da und ja, soweit erstmal, lieber Martin, vielen herzlichen Dank und dann noch einen schönen Tag bei dir in Kassel. Ich kann dazu nur sagen, we'll do our very best. Perfect. Thank you very much. Bye bye. Alles dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.